Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge oder Aufnahmesession von Let's Play Pokémon Smaragd Edition. Mein heutiges Getränk ist Wasser. So. Was haben wir gemacht? Wir waren jetzt bei der Nette. Und ich will die Beeren da haben. Und ich will gegen die da kämpfen. Und ich wurde von diversen Personen angeschrieben. Einer hat sich vernachlässigt gefühlt. Das war unser lieber Zombie. Das könnt ihr auch in den Kommentaren nachlesen. Und dann noch einen Namenswunsch habe ich bekommen. Und zwar hat mich die liebe Cassie gefragt, ob ich ein Pfiffchen nicht mal nach ihr benennen könnte. Also machen wir jetzt als erstes Folgendes. Nehmen jetzt einfach mal Frikadella. Und benennen Frikadella einfach mal um. Überlegen. Ja, absetzen. Kann man damit noch das nehmen? Ah, nee. Wie nehme ich denn jetzt mal das Item von dem Viech ohne... Ja, Moment. Ich war gerade mal ein bisschen zu doof. So. Nehmen. Plüm. Und das Ganze jetzt nochmal. So. Jetzt, so wird ein Schuh draus. Da, guck, Schuh. Alex, Jessica, Sina, Zombie, Ninja Tom und Hyuga. Okay. Dann weiß ich das auch mal wieder, welche Pokémon wir in der Box haben. Hatten wir nicht irgendwie mehr Pokémon? Keine Ahnung, weiß ich jetzt gerade nicht. So, haben wir nämlich direkt auch mal so machen. EP-Teiler geben. Frikadella. So. Und dann können wir die Gute gleich umbenennen. Und um dann auch dem Wunsch des werten Herren gerecht zu werden. So. Und Pokémon Center kann man auch gleich mal die ganzen verwundeten und AP-geschwächten Pokémon heilen. Dum, 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 dum. Trinken. Ja, ich weiß, Wasser ist zwar sehr ordinär, aber es hilft. So, Fahrrad. Ja, haben wir. Okay, gut. Jetzt geh weg. Ja, jetzt lass mich da lang und da. Los, Zombie! Zombie! Das hat so von Zombie geklaut, das Zombie oder Chompey. Lass mich doch. Auch schon diverse Sachen jetzt übrigens Let's Play technisch gesehen, die von The Only Ra geklaut worden sind übrigens. Hatte ja jetzt so ein bisschen Langeweile und Zeit. Ja. Da fiel mir das so ganz nebenbei auf. Super. Ich hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn sie zwei Level gestiegen wäre. Ehrlich. Ups. So. Au. Au. So. Los, Zombie! Zornklinge einsetzen, so just for fun. Oh, super. Fantastisch. Mist. Und ich denke eben noch so, keinen Volltreffer. Naja. Hey. Confusion.
schlimm. Hey, das hast du von Gronkh geklaut. Nein, Gronkh spielt kein Pokémon. Nein, das wirst du jetzt auch nicht anfangen, Gronkh, ja? Haben wir uns da verstanden? Das ist mir. Oh. Die IP-Zahlen sind einfach ein bisschen erbärmlich, ne? Ein müdes Panty hier. Jetzt hab ich aber Angst. Was haben wir denn? Ach, eine Knarre. Platsch. Hey. Das könnte man sich ja sogar fangen. Oder verhindert Aufruhr auch, dass das Pokémon fangbar ist. Kein Plan. Das war ein Superball. Dim, geht doch. Und jedes Mal denke ich mir so, verdammt, jetzt finden wir einen weiblichen Vornamen. Pangier, Da sein Punktmuster stets unterschiedlich ist, kann man es dadurch unterscheiden. Sein Bankengang erschwert es dem Gegner, es zu treffen. Fand ich jetzt nicht so, aber... Ja, Spitzname. Komm. Überlegen wir mal. Wie haben wir denn noch so? Ich jetzt mal. Jojo. Weil wegen von Johanna, wisst ihr? Okay. Box 1. Jo. Großes Kino. Obwohl, ach nee, ich wollte jetzt gerade mal einen Beleber einsetzen, aber da hinten ist doch die Oma, die das auch so machen kann. Da, hier. Und dann ist Zombie gleich wieder fit, dann kann er wieder kämpfen. Oh, du meine Güte, so deine Pokémon, bla bla bla. Also im Prinzip ist das wie so ein Pokémon-Center-Text. Also, die sich stehen auch sofort nicht mehr vor. Nein, 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 du perverse Oma, ich werde mich hier nicht noch länger aufhalten. Willst du kämpfen? Nein. Schade. Smogon! Amakata. Zack. Giftwolke. Das ist zwar fantastisch. Ja, jetzt erstmal. Unterprügeln. Opfer. Super. Okay. Temposchub und Gift. Ja. Das bisschen. Komm, das ziehen wir auch noch ab. Also, nur komm, ein KP, das ist besser als nichts. Hm. Und ein paar IP auch noch erhalten. Frikadelle. Level up. Wo ist denn jetzt? Da. Ach, Quatsch. Verdammt, wenn man nebenher die Schwarze spielt, wo das ganze System so ein bisschen geändert wurde. Ein Kurtel. Also zumindest nenne ich das immer so. Ich weiß immer nicht, wie es ausgesprochen werden soll. Kurtel. Oh, ich finde das Pokémon an sich selbst nicht so Bombe. Tommy, du musst mal stärker werden.
und soll sich nicht immer vergiften lassen. So ein Top-Genesung wäre jetzt mal total der Hammer. Toll, Fluch. Aber es ist an der Zeit, doch erstmal ein Gegengift einzusetzen und dann jetzt einmal Damage zu kriegen oder auch nicht. Wenn du ein Geist-Pokémon wärst, dann wäre diese Attacke viel cooler, aber naja. So. Machen wir jetzt mal Sprudel. So. Mist. Ja, so ist es okay. Zornklinge. Na, verdammt. Wenn du jetzt die ganze Zeit Fluch einsetzt, bin ich damit auch einverstanden. Mal gucken. Kannst ja noch um Stunden handeln. Tja, schade. Langsam zeigt die Attacke sogar Wirkung. Also das mit dem Gift, das ist ja super nervig. Ah, langsam wird Something auch mal. Nein. Oh Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Are you serious? So. Tja, schade. Jetzt aber. Hä? Ach, Mann. Zahnklinge funktioniert auch noch anders. Das ist bitte schön nervig. So. Kalte Hände, Leute. Tja. So. Wunderbar. Oh. Ah, Junge, bevor du hier gleich krepierst. Da. Und den Supertrank, natürlich. Meine Ex hätte dich jetzt elendig verrecken lassen, Zombie, wollte ich nur mal anmerken. Da war das immer egal. Ich hätte immer gesagt, lasse doch verrecken. Hauptsache, du kommst wieder ins nächste Pokémon Center. Aber ich finde das immer so ein bisschen doof. Nur so ein bisschen sehr doof. Egal. Ab hier füllen. Hm.